Ja, moin Leute, willkommen zurück hier auf dem Kanal App Gaming und zum kurzen Quickie-Video hier vor dem KVK. Ich nehme das gerade übrigens zum zweiten Mal auf, müsste ich euch eigentlich nicht sagen, aber ich sag's euch einfach mal. Weil ich beim ersten Mal einfach so oft mich versprochen habe und so viel Kacke gelabert habe, zehnmal dasselbe, dass ich mir am Ende selber gedacht habe, ey, sag mal, das willst du wirklich hochladen? Deswegen versuche ich es jetzt nochmal ein bisschen geordneter. Erstmal zu Anfang hier so ein bisschen Druck machen für mich selber, und zwar will ich am KVK diesmal wieder eine gute Leistung zeigen. Und ihr wisst ja, beim letzten Mal hatte ich kein Internet, es ist morgen KVK, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, in circa einer Stunde. Das heißt, es ist wieder Zeit, Kills zu machen, Punkte zu machen, mit seiner Gilde was zu erreichen, mit seiner Gilde zu zeigen, was in einem steckt. Denn egal, ob eure Gilde 20 Milliarden Macht hat, 50 Milliarden Macht oder nur eine Milliarde Macht, am Ende zählt das, wie viele Punkte ihr geholt habt. Und man kann richtig viel mit Aktivität und schlauem Spiel wegmachen. Wir waren auch schon so oft vor 20 und 25 Milliarden Gilden im KVK platziert. Und genauso waren auch vor uns wahrscheinlich mit Gilden platziert, die noch weniger Macht haben als wir. Also am KVK kommt es nicht darauf an, wie viel Macht ihr habt, sondern wie aktiv eure Gilde ist und wie viele Punkte ihr holt, Mann. So, jetzt mal hier als kleine Motivationsansprache. Was ist denn los? Zeigt mal, was in uns deutschen Gilden drinsteckt, und kommen wir jetzt auch direkt zum Thema. Und zwar, was ist für euch wichtiger, zerstörte Macht oder Kills? Beziehungsweise, wer ist der bessere Spieler? Der, der viele Kills hat, oder der, der eine starke zerstörte Macht hat, aber dafür weniger Kills? Das will ich heute ein für alle Mal klären in diesem Video mit euch. Und da ist auch natürlich auch wieder eure Meinung gefragt. Natürlich kann ich da jetzt nicht so viel im Hintergrund zeigen, deswegen werde ich jetzt hier mal so ein bisschen zeigen, was ich als nächstes forschen werde. Hier seht ihr auch schon, das versuche ich bis zum nächsten KVK fertig zu haben. Das heißt, ich habe jetzt noch 18 Stunden Zeit, um diese 4 Forschungen da fertig zu machen. Ja, aber kommen wir mal ganz schnell hier zu meiner Argumentation. Beziehungsweise, nee, erstmal, warum will ich überhaupt dieses Video machen? Ganz oft habe ich das in meiner Gilde, dass sich irgendwelche Leute streiten. Ja, ey, du hast ja 100 Millionen Kills, aber du hast nicht mal 4 Milliarden zerstörte Macht. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Hast du einen Zweitaccount, mit dem du T1 killst? Oder beziehungsweise killst du die T1 von deinem Zweitaccount, heilst die wieder und killst die immer wieder, um ein bisschen deine Kills zu pushen? Und dann sagt der mit dem 100 Millionen Kills, ja, denkst du, nur weil du ein bisschen mehr zerstörte Macht hast, bist du der bessere Spieler? Du hast einfach an ein paar Rallies teilgenommen, hast da ein paar Truppen reingeschickt und damit die zerstörte Macht eingesackt. Ich bin halt ein Solo-Spieler. Das sind die beiden hauptsächlichen Fronten, die umeinander geraten. Jetzt sei natürlich schon mal erklärt, wenn ihr an einer Truppensammlung teilnehmt, könnt ihr ganz easy eure zerstörte Macht pushen. Weil ihr könnt nur eine Truppe in diese Truppensammlung reinschicken. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, deswegen erkläre ich das hier mal. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Das heißt, ihr schickt einfach nur eine Truppe da rein und ihr zerstört mit dieser Rallye, die voll wird, sagen wir mal 30 Millionen Macht. Dann kriegt ihr die kompletten 30 Millionen Macht auf eure zerstörte Macht zugeschrieben. Ich kann die ja mal hier kurz im Hintergrund zeigen. Bei mir sind das 4,1 Milliarden zerstörte Macht und 65 Millionen Kills. Das heißt, ich habe nur eine Truppe da reingeschickt und bin fast jetzt dann bei 4,2 Milliarden zerstörte Macht, weil ich die 30 Millionen einfach komplett draufgerechnet kriege, obwohl ich nur eine Truppe in die Welle geschickt habe. So kann man halt ganz einfach seine zerstörte Macht pushen. Und das ist halt auch immer das Argument von den Leuten, die dann halt gegen die zerstörte Macht argumentieren. So, jetzt habe ich aber mal hier ein kleines Beispiel für euch. Und zwar habe ich mir gerade mal die 2 killstärksten Spieler in LoTs Mobile angesehen. Der eine 2,2 Milliarden getötete Truppen, der eine 2 Milliarden getötete Truppen. Schauen wir uns mal die zerstörte Macht von den 2,2 Milliarden zerstörten oder getöteten Truppen an. 67,1 Milliarden. Okay. Schauen wir uns mal Platz 2 an. Hat 150 Millionen Kills weniger. Sieht jetzt erstmal nicht viel aus, weil beide 2 Milliarden haben, aber wenn man sich mal überlegt, 150 Millionen Kills weniger, das ist schon ein bisschen, ne? Jetzt nicht hier bei Facebook markieren lassen, so. Hat aber 2 Milliarden zerstörte Macht.
Entschuldigung. Der ist nur auf Platz 2. Jetzt wird jeder sagen, boah, der krasseste Kriegsspieler in Lords Mobile ist der Brook von CT, weil der ist auf Platz 1 bei Kills. Das ist aber nicht meine Meinung. Meine Meinung ist, dass der von LH9 besser ist. Weil wenn man es schafft, mit weniger Kills mehr zerstörte Macht zu haben, ist man, finde ich, der krassere Spieler. Ganz einfach. Jetzt kommen natürlich wieder diejenigen, wir können uns ja mal hier den auf Platz 3 angucken, wie viel zerstörte Macht der hat. Der hat sogar nur 35 Milliarden. Die haben also fast doppelt so viel. Und der ist hier trotzdem auf Platz 3. Der ist quasi in einer ganz anderen Liga. Der ist ein Untermensch im Vergleich zu den anderen. Klar, jetzt sagen die anderen wieder, ja, aber der kann ja auch einfach nur, oder die beiden Ersten können ja auch einfach nur immer 20k T4 in irgendwelche krassen Wunderkampf-Rallys reingeschickt haben und haben halt so ihre zerstörte Macht gepusht. Aber jetzt frage ich euch ganz ehrlich, welche starke Gilde lässt das zu, dass du deine zerstörte Macht pushst, indem du immer wenig Truppen in die Rallye schickst? Das lässt immer zu. Selbst bei uns kriegt man schon nach ein, zwei Mal einen dummen Spruch, wenn wir sehen, ey, warum schickst du einfach nur 10.000 Truppen in die Rallye und die Truppen müssen wir auch noch beschleunigen, weil du irgendwo anders stehst, oder was? Nie, keine Gilde lässt das zu auf Dauer. Natürlich musst du vernünftige Anzahl an Truppen in eine Rallye schicken. Man kann nicht einfach so zerstörte Macht pushen. Ich bin da, finde ich, auch ein halbwegs vernünftiger Ansprechpartner, weil mich kann man in keine Schublade packen. Ich habe nicht viel zerstörte Macht, das heißt, man kann nicht behaupten, dass ich jetzt zu zerstörten Macht halte, weil ich selber jemand bin, der mega krass auf zerstörte Macht setzt und auch selber viel zerstörte Macht habe. Das stimmt nämlich nicht. Für 65 Millionen Kills, 4,1 Milliarden zerstörte Macht, das ist Durchschnitt so, das ist normal, ist nicht gut, ist nicht schlecht. Und man kann auch nicht sagen so, dass ich zu den Leuten halte, die viele Kills haben, weil ich habe 65 Millionen Kills, so, wen juckt das, weißt du, so, es gibt Millionen, die mehr haben, es gibt aber auch viele, die weniger haben. Ich denke mal, ich bin halbwegs vernünftiger Durchschnittsspieler, deswegen denke ich, kann mir da so eine halbwegs neutrale Meinung zu bilden. Und meine Meinung will ich jetzt hier nochmal ganz klipp und klar sagen, ich finde, zerstörte Macht ist wichtig, man darf aber nicht nur drauf gucken. Für mich ist ein krasser Spieler, wer seinen Kills entsprechend zerstörte Macht hat. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt und mich fragt, er zeigt mir zwei Spieler, jetzt zum Beispiel, ich nehme mal jetzt ein Beispiel bei mir aus der Gilde. Sorry Hisham, ich nehme dich jetzt mal wieder, weil du ein Lappen bist. Schöne Grüße an dich, ich hoffe, du siehst das Video nicht, sonst kriege ich wieder von dir eine Ansage, weil ich dich Lappen genannt habe. Haben wir jetzt mal hier den Hisham. Der hat, sagen wir jetzt mal, aufgerundet 10 Milliarden zerstörte Macht, weil es einfach einfacher jetzt ist, das damit zu rechnen. Hat aber nur 200 Millionen Kills, in Anführungsstrichen nur. Warum ich jetzt nur sage, weil ich schon ganz oft Leute gesehen habe, die 300 Millionen Kills haben, aber zum Beispiel nur 8 Milliarden zerstörte Macht. Wenn mich jetzt jemand fragt, wer ist der krassere Spieler, dann werde ich ihn ohne eine Sekunde zu zögern sagen, Hisham. Für mich, klar, der andere hat 100 Millionen Kills mehr, aber Hisham hat einfach mehr Macht zerstört. Und wenn ihr einer Gilde wehtun wollt, dann geht es doch darum, dass ihr deren so viel Macht wie möglich abzieht, oder? Also hat zerstörte Macht doch ihre Daseinsberechtigung. Das heißt jetzt nicht, dass Hisham hier der krasseste Spieler ist. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, Hisham ist ein Lappen. Sondern das sollte jetzt einfach nur als Beispiel dienen, dass zerstörte Macht wirklich ihre Daseinsberechtigung hat. Und ich finde auch, oder ich würde es cool finden, wenn Lords Mobile, ach, Lords Mobile sage ich schon, was bin ich für ein Depp, so heißt ja einfach das Spiel, wenn IGG, also die Entwickler von Lords Mobile, eine Rangliste einführen würden für zerstörte Macht. Ich weiß nicht, ob das geht, eine Gildenzerstörte Macht Rangliste auch einzugehen. Wahrscheinlich schon so, weil man rechnet ja einfach nur die zerstörte Macht von den einzelnen Spielern, die gerade in der Gilde sind, zusammen. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein für Programmierer, die das drauf haben. Deswegen finde ich, es wäre cool, wenn die noch so eine Drittrangliste machen, neben Macht und Kills, noch zerstörte Macht der Gilden und halt von den einzelnen Spielern. Ich finde nämlich auch, das kommen wir auch zum letzten Punkt hier bei diesem Thema, ich finde, zerstörte Macht sagt auch viel über die Gilde aus. Es sagt viel aus, ob die Gilde viele gemeinsame Aktionen machen oder ob die Gilde halt immer nur einzeln loszieht und ja, kleinere Spiele angreift. Muss man ja einfach mal so sagen. Weil egal wie viel Macht man hat, du kannst 1 Milliarde Macht haben, aber du wirst niemanden solo nullen, der 4 Millionen oder 5 Millionen Truppen hat. Es ist einfach egal, so
der lacht dich aus. Du verlierst einfach bei der ersten Rallye direkt deinen Held wahrscheinlich. Und mit 4 oder 5 Millionen Truppen meine ich jetzt natürlich T3 oder T4, ne? Ich rede jetzt nicht von T1. So, da kannst du ruhig 1 Milliarde Macht haben, aber du rennst solo nicht in den Reihen, außer du willst halt total verkacken. Und darum geht's halt, ne? Es zeigt halt auch viel, oder beziehungsweise es sagt auch viel über die Gilde aus, diese zerstörte Macht. Und das ist halt nur, wie gesagt, jetzt aber meine Meinung. Meine Meinung ist, die Kills müssen zu der zerstörten Macht passen. Gibt's einen Spieler mit 300 Millionen Kills, der nicht mal 10 Milliarden zerstörte Macht hat, dann, oder der müsste eigentlich sogar schon an die 15 Milliarden zerstörte Macht haben. Tut mir leid jetzt hier, wahrscheinlich werde ich einigen davon jetzt auf den Schlips treten. Bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich finde euch dann irgendwie nicht so krass, weil man merkt einfach, dass ihr viele kleine Burgen angegriffen habt, aber nicht so wirklich an eurer Gilden, an euren Rallies teilnehmt, sonst hättet ihr mehr zerstörte Macht. Und das ist einfach nicht für mich krass. Für mich ist dann der Typ, der 200 Millionen Kills hat, aber dafür genauso viele zerstörte Macht oder vielleicht sogar mehr als ihr, für mich ist der einfach krasser. So, und das ist halt meine Meinung zu dem Thema. Bitte, wie gesagt, das ist enorm wichtig, dass ihr hier bei diesem Video auch eure Meinung in die Kommentare schreibt. So, und jetzt noch eine kleine Ansprache von mir. Ich weiß gar nicht, am Anfang habe ich es wahrscheinlich auch schon gesagt. Leute, gebt morgen Gas am KVK. Ich werde es auch tun. Wie gesagt, wenn ich keine 15 Millionen Punkte hole, bin ich ein richtiger Lappen. Letztes Mal beim KVK habe ich mich schon ausgeruht, beziehungsweise ich konnte nicht teilnehmen. Ihr seid meine Zeugen. Ich habe es hier in dem Video gesagt, ich muss 15 Millionen Punkte mindestens holen für meine Gilde. Denn ich habe es schon öfters gesagt, egal wie viel Macht ihr habt, egal ob ihr 20 Milliarden Macht habt, 30 Milliarden Macht oder nur 5 Milliarden Macht oder nur 1 Milliarde Macht, am KVK zählt es, wie viele Punkte ihr selber und eure Gilde holt. Und es kann sein, dass eine Gilde doppelt so viel Macht habt wie ihr oder doppelt so viele Kills, aber wenn ihr dieses KVK mehr Punkte holt als die, wart ihr einfach krasser. Natürlich kann man das im Prinzip nur mit den Gilden vergleichen, mit denen man auch in einem Königreich ist, beziehungsweise mit den Gilden, die im gegnerischen Königreich ist, weil man kann es einfach nicht königreichsübergreifend vergleichen, weil es kommt natürlich darauf an, was ihr für Gegner kriegt, ne? Wenn ihr jetzt ein richtiges scheiß Königreich habt, wenn ihr jetzt gegen BRR, M44 und MCD gleichzeitig kämpfen müsst, wir können hier mal kurz zeigen, hier die Ranglisten, wenn ihr jetzt gegen, ich glaube sogar momentan ist BRR mit M44 in einem Königreich, das heißt, wenn ihr dann dieses Königreich bekommt, müsst ihr gegen BRR und M44 gleichzeitig kämpfen, dass ihr da nicht viele Punkte holen werdet. Ich denke mal, es gibt niemanden, der euch da irgendeinen Vorwurf machen kann. Aber wie gesagt, es kommt am KVK nicht auf eure Macht oder sonst was an, sondern einfach nur, wie viele Punkte ihr holt. Und ich wünsche euch da heute, wenn ihr das Video seht, ist es ja heute, viel Glück. Und ja, mal gucken, was das nächste Video wird. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder richtig aktiv. Viel Spaß noch beim Lords Mobile zocken, viel Spaß beim KVK. Und ihr seht schon, Leute, wir peilen hier langsam die Top 100 bei Kills an. Ich glaube, vor 3 Wochen waren wir noch Platz 160. Jetzt sind wir schon 138 da. Wir kämpfen uns hoch, Leute. Irgendwann sind wir hier in den Top 100 auf der Weltrangliste. So, jetzt habe ich euch aber echt genug genervt. Viel Spaß noch. Haut da rein, Leute. Und ciao.